Ich berechne die Aufgabe 5 der letzten Abschlussarbeit für die Realschule. Das ist die Aufgabe 5 aus dem hilfsmittelfreien Teil aus dem Jahr 2022. Ich stelle dir zunächst mal eben kurz die Aufgabe vor. Du kannst sie dann auch Stück für Stück selber rechnen zunächst und dann mit meiner Lösung vergleichen. Die drei Teilaufgaben, die sind voneinander unabhängig. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, worum geht es hier bei Aufgabe A? Berechne den Wert des Terms 7x plus 12 minus 5x für x gleich 2. Das kannst du, wenn du möchtest, mal direkt selber ausprobieren. Ja, was soll bei Aufgabe B gemacht werden? Lena hat begonnen, die Gleichung zu lösen. Führe den Rechenweg zu Ende. Ja, kannst du ja auch mal selber versuchen, vielleicht das Video kurz pausieren. Dann kannst du mal das ausprobieren und dann die Teilaufgabe C. Thomas lädt seine Freunde ins Kino ein. Er kauft eine Tüte Popcorn für 13,60 Euro und 4 Eintrittskarten. Insgesamt bezahlt Thomas 47,60 Euro. Aufgabe, stelle eine Gleichung auf, mit der du den Preis für eine Kinokarte berechnen kannst. Hinweis, du musst die Gleichung nicht lösen. Okay, ich fange mal oben an bei Aufgabe A. Berechne den Wert des Terms 7x plus 12 minus 5x für x gleich 2. Du musst hier also für x 2 einsetzen. Das heißt, überall da, wo hier ein x in dem Term vorkommt, da muss eine 2 hin und dann musst du das ausrechnen. 7x heißt 7 mal x, also da, wo ein Rechenzeichen fehlt, da kannst du dir immer ein Malzeichen hindenken. Das heißt also 7 mal 2, ich muss ja für x 2 einsetzen, plus 12 minus 5 mal x, also 2. So, das muss ich jetzt ausrechnen. Das kann ich schrittweise machen oder alles auf einmal. Ich mache es mal schrittweise. 7 mal 2, das sind 14, plus 12 minus 5 mal 2, das sind 10. Das ist dann gleich 14 plus 12, das sind 26 und 26 minus 10, das sind 16. Ja, und mehr gibt es da schon nicht zu tun. Ich hoffe, es war nachvollziehbar. Machen wir direkt mit B weiter. Lena hat begonnen, die Gleichung zu lösen. Führe den Rechenweg zu Ende. Ja, was hat sie da gemacht? Sie hat minus 3x gerechnet, um diese 3x darüber zu bringen. Dann hat sie das mit den 12x hier zusammengefasst. Das ist schon mal eine gute Sache. Ja, was würde ich jetzt machen? Ich soll ja einfach weiterrechnen, so wie ich will. Dann würde ich jetzt erstmal auf dieser Seite diese beiden hier zusammenfassen. Das ist eine Termumformung, das schreibe ich mir so auf. Und fasse diese beiden Teile hier zusammen. Dann habe ich da noch stehen 9x, 50, 61. Minus 61 ist gleich minus 16. Dann rechne ich plus 61, 9x ist gleich 51, 45 sind das dann. Ja, das sind 50, 60, genau, das passt. 9x gleich 45 und dann geteilt durch 9, dann ist x gleich, das ist ja 5 mal 9, also 45 durch 9 ist 5. Das ist jetzt eigentlich schon fertig und so wird es da auch schon die volle Punktzahl für geben. Allerdings muss man eigentlich ja noch die Lösungsmenge angeben. Das mache ich dann hier auch. Die Lösungsmenge ist dann 5. So, und mehr gibt es dann da auch wirklich nicht zu machen. Dann noch die Aufgabe C. Thomas lädt seine drei Freunde ins Kino ein. Er kauft eine Tüte Popcorn für 13,60 Euro.
und 4 Eintrittskarten. Insgesamt bezahlt Thomas 47,60 Euro. Stelle eine Gleichung auf, mit der du den Preis für eine Kinokarte berechnen kannst. Okay, also der Preis dieser Eintrittskarte, das ist so gesehen dann hier jetzt das X in der Gleichung. Und wir haben ja die Tüte Popcorn, dann kommen 4 Eintrittskarten dazu und dann kostet das Ganze zusammen 47,60 Euro. Ja, was muss man also machen? Diese 13,60 Euro plus 4 mal den Preis von dieser Eintrittskarte und dann erhalte ich diese 47,60 Euro. 47,6. Ja? Die Gleichung muss ich jetzt nicht lösen. Ja, wenn ich das machen würde, dann würde ich halt den Preis für die Eintrittskarte herausbekommen. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar und so ausreichend von der Ausführlichkeit der Lösung her. Lass mir gerne einen Kommentar da. Schau dir meine anderen Videos an und bis zum nächsten Mal. Tschüss!